Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Mein Name ist Monika. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige des Wassers, meine lieben Fischegeborenen. Dies ist das Kurzreading für euch im Bereich des Ruhmes, dem neunten Bagua-Bereich im Feng Shui, der dem Element Feuer angehört. Deswegen habe ich hier Feuer da, Feuer für euch dabei und ich zeige euch auf meinem Bagua, auf meinem neunteiligen Bagua, wo wir uns gerade befinden. Das ist in diesem Bereich hier. Der Ruhmbereich liegt dem Karrierebereich direkt gegenüber. Ja, und genau, und der Ruhmbereich ist dem Organ des Herzens zugeordnet. Und solltet ihr Probleme im Herzbereich haben, dann würde es sich lohnen, sich mal diesen Bereich anzuschauen, ob er vielleicht irgendeine Stärkung benötigt. Genau, die Farben des Feuers sind rot, sind rosé, sind pink, auch violett hier wie bei diesem wunderschönen Amethyst. Und ich habe euch hier auch mein Herzengel mitgebracht, ja, damit ihr seht, dass der Bereich des Ruhmes ja auch stark mit dem Herzen und dem zu tun hat, was uns als Menschen ausmacht, ja. Unsere Herzenswünsche und die wir ja nach außen ausstrahlen und dann ja womöglich auch anziehen. Und das meinte ich auch mit meinem Bild, der hier für den Ruhmbereich, also das hier für den Ruhmbereich geeignet wäre. Das Bild heißt Blütentraum und ihr seht eine Blüte, die so lebendig ist und eine große Ausstrahlung hat. Und ja, das Ganze steht für mich auch wie für ein Magnet sein. Also wenn ich zum Beispiel einer Firma vorstehe oder einem ganzen Land, dann möchte ich ja meine Dinge umsetzen und die anderen natürlich auch dafür begeistern. Ja, insofern muss ich auch ein Magnet sein. Das heißt, das, was ich den anderen signalisiere, das kommt ja dann auch wieder zurück, ja? Okay, dann schaue ich mal für euch, meine lieben Fischegeborenen. Genau, ich habe hier noch den Stein dabei. Da steht drauf Handeln, damit wir uns erinnern, dass wir uns im Bereich des Ruhmes und des Kommandos, wie das auch heißt im Feng Shui, auch erinnern dürfen, dass wir auch handeln und aktiv sein müssen, um eben an unserem Mut und unserer Integrität arbeiten zu können. Okay, ich schaue mit dem Botticelli-Tarot. Wie sieht es denn bei euch im Bereich des Ruhmes aus, meine lieben Fischegeborenen? Was darf ich euch da übermitteln? Ja? Was dürft ihr da erfahren zum Bereich des Ruhmes? Was mag sich da zeigen? Ich schaue mal, ob ich noch eine Botschaft bekomme, vielleicht noch eine Karte. Ansonsten bin ich mal gespannt, was sich hinter der einen Karte da verbergen mag. Keine Karte mehr, also nehme ich eine Karte. Ist auch okay. Okay, schauen wir. Oh, ja, schön. Also die sieben der Münzen, meine lieben Fischegeborenen. Schaut mal. Die Münzen sind anscheinend auch euer Element. Das heißt, ihr seid dabei, die Münzen von den Bäumen vom Himmel runterzuholen, zu eurem Gunsten sozusagen. Und es ist immer eine sehr stabile Energie, wenn es um Münzenergie geht. Und die kann einem nur hilfreich sein im Bereich des Ruhmes. Also steht ihr wirklich gut da, meine lieben Fischegeborenen. Ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Energie, eine nährende und aufbauende Energie und kann natürlich im Bereich des Ruhmes und des Kommandos nur nutzen. Dann schaue ich mal mit meinem magischen Hexenorakel, was sich da für euch noch zeigen mag, so als kleine Hilfestellung oder Anregung oder als Impuls für euch, meine Lieben träumenden Fische, die ihr so gern in Traumwelten unterwegs seid. Was kommt da? Ui, Opfergaben, schaut mal.
Da sind Walnüsse abgebildet. Die Walnuss ist eine sehr magische Frucht, ein magischer Baum, der Walnussbaum. Walnut gibt es auch bei den Bachblüten. Und da geht es immer darum, dass Walnüsse helfen einem dabei, wenn es um Veränderungen geht. Ja? Wenn es eine veränderte Situation geht, wie zum Beispiel vom Studium ins Berufsleben oder vom Berufsleben in die Rente. Ne? Also da würde man die Bachblüte Walnut geben. Ja? Nur mal so viel. Ich lese jetzt aber mal vor. Hier geht es um Opfergaben, meine Lieben. Opfergaben sind etwas, mit dem man Dankbarkeit gegenüber Gottheiten oder Natur zeigen kann. Und schaut mal, hier hat sich die Natur so wunderbar gezeigt. Hier, ja, auf dieser wunderschönen Tarotkarte. Und ich meine, es erinnert mich wie, also auch an Erntedank. Und da befinden wir uns ja auch gerade, Erntedankzeit. Erntedankzeit. Also dankbar sein um die Ernte. Und mit Opfergaben kann man sich dann bedanken. Denn es ist wichtig, nicht immer nur zu nehmen, sondern auch manchmal seinen Dank zu zeigen. Opfergaben sind sehr vielseitig und können viele verschiedene Formen annehmen. Sehr gut eignen sich zum Beispiel Lebensmittel wie Äpfel oder Nüsse. Es muss aber nicht unbedingt etwas Materielles sein, das heißt etwas, was wir anfassen können. Auch das Singen eines Liedes oder ein Gebet können als Opfergabe dienen. Wie schön, ein kleines Gebet. Ich nenne euch jetzt das kürzeste Gebet, das es gibt. Das heißt, im Namen Gottes. Bringe der Natur oder bestimmten Gottheiten, mit denen du arbeitest, eine Opfergabe. Du kannst dazu einfach eine Kleinigkeit zu essen nach draußen bringen und mit ein paar Worten der Dankbarkeit an einem ruhigen Ort zurücklassen. Eine weitere Möglichkeit ist, eine Schale auf deinen Altar zu stellen, in die du deine Opfergaben legst. Neulich war ich im Garten und habe da so viele Tomaten ernten dürfen. Und dann habe ich einige kleine Tomätchen, habe ich dann auf ein Fensterbrett gelegt und die waren dann auch am nächsten Tag verschwunden. Das war von mir auch eine Art Opfergabe aus Dankbarkeit, ja, der Natur gegenüber. Eine wunderschöne Karte, meine lieben Fischegeborenen, ja. Dann schauen wir mal im Bereich der wertschätzenden Kommunikation. Was darf ich euch da noch als Tipp mit auf den Weg geben? Denn im Bereich des Ruhmes, ja, da geht es ja auch darum, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um, wie behandle ich ihn, wie spreche ich mit ihm, ja. Und da ist es wirklich wichtig, dass man achtsam miteinander spricht, ja, und umgeht. Denn genau das bekommt man ja dann auch wieder vom Gegenüber auch zurück. Ja. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Das alles, wir sind ja alle miteinander verbunden, ja. Und das eine bedingt das andere. Deswegen ist es auch so immens wichtig, dass wir in den Gedanken stets positiv bleiben, ja, weil das dann auch zu uns zurückkommt, die Positivität, ja. Oh, die. Dankeschön. Ah ja. Ein ehrliches Nein dem anderen gegenüber ist ein Ja zu dir selbst, mein lieber Fisch. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also da geht es um die Kunst des Nein-Sagens und die ist wirklich, also das ist nicht ganz einfach. Ich meine, das kennt jeder von uns. Ich lese jetzt mal vor. Denkst du Nein und sagst trotzdem Ja? Nimm dich genauso wichtig wie dein Gegenüber. Höre auf dein Herz. Höre auf dein Herz. Und stärke dein Selbstwertgefühl, indem du für dich einstehst. Meine lieben Fischegeborenen, ihr seid ja dadurch, dass ihr die Königinnen und Könige des Wassers seid. Ja, das Element Wasser steht immer für viel
Einfühlsamkeit, Zärtlichkeit, ja, Zuneigung. Dadurch, glaube ich, habt ihr auch ein Problem, andere zu verletzen durch ein Nein, ja, was ich auch absolut verstehen kann. Ich kenne das ja selber aus eigener Erfahrung. Aber es ist wirklich auch wichtig, dass ihr eure eigenen Bedürfnisse wahrnehmt und auch durchsetzt, ja. Das ist auch wichtig. Und dann kommt ihr auch sehr authentisch rüber, ja. Und Authentizität im Bereich des Ruhmes kann nur gut sein, meine Lieben. Es ist nur gut. Dann seid ihr auch, werdet ihr als integre Menschen wahrgenommen, als sehr, ja, einfach authentisch, genau. Jetzt schauen wir noch mit den Seelenbotschaften. Was darf ich euch noch übermitteln? Oh, die ist aber schnell gekommen hier. Schutzengel, meine Lieben, ihr habt einen Schutzengel. Wie schön, wie schön. Schaut mal, so ein wunderbarer Schutzengel. Schaut mal, ein Schutzengel für euch. Wunderbar, wunderschön. Ich lese mal vor. Besondere Verbindungen zu den Engeln sind jetzt möglich. Schenke ihnen deine Aufmerksamkeit. Ui, das ist aber eine tolle Botschaft. Schaut mal, ihr sollt euch mit den Schutzengeln verbinden und in Kontakt gehen. Und das geht immer am besten so, indem man sagt, bitte lieber Schutzengel oder bitte lieber Engel, Michael, lieber Engel sowieso, bitte beschütze mich hier oder helf mir da, ja. Und dann immer auch bitte Danke sagen, ja. Wenn wir etwas erbitten oder für etwas beten, dann immer auch sich bedanken, ja. Das habe ich, glaube ich, schon sehr oft gesagt. Genau, nur dass wir uns noch mal daran erinnern, wäre wichtig einfach, ja. Ich stelle es mal hierher und dann stelle ich mal so rüber. So, jetzt hoffe ich, dass ihr wieder etwas für euch mitnehmen konntet, meine lieben Fischegeborenen. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch von euch, über euer Abo, das ihr mir eventuell da lasst. Ja, denn damit können sich meine Videos viel besser verbreiten und viel mehr Menschen können an meinem Wissen teilhaben. Und ihr wisst ja, wenn ihr großzügig den Daumen hoch gebt, das bedeutet, ihr seid großzügig, ihr seid im Gebermodus, dann wird es auch zu euch zurückkommen. Ja, ihr werdet sehen, auf vielfältige Art und Weise. Mich würde es jedenfalls freuen, von euch ein Like zu bekommen, ein Abo oder einen Kommentar und auch Tiere, Blumen, Herzchen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Servus!